So, da wären wir wieder. Was hatten wir denn hier noch Schönes, was auf uns wartet? Ich höre ein Feuerelementar. Eine verschlossene Tür, noch eine verschlossene Tür und Irks. Ich kann sagen, schön blauer Kristall. Aber jetzt ist eher ein Schleim. Na gut, dann tanzen wir halt um dich rum. Schupp. Warum läufst du weg? Jetzt mich bloß ködern, gibst doch zu. Das war jetzt nicht so günstig. Wahrscheinlich kriegen wir nämlich gleich noch einen ab. Aber na gut, was soll's. Oder auch nicht, sehr schön. Ja, die Wurfäxte sind echt stylisch. Und die machen auch einigermaßen Schaden. Was haben wir denn hier? Ein Firetalk. Feueressenz plus 50. Statt weniger Erfahrungspunkte. Ah, ich glaube, da kriege ich lieber mehr einen auf den Deckel. Anstatt die Erfahrungspunkte einzubüßen. So, die Schleimbälle können damit rein. Der Käfer kann weg. Die Wurfdolche jetzt hier auch, da wir die Äxte haben. Aber allgemein sollten wir doch eher mit dem Schild in der Hand rumlaufen. Denn wir sind kein Fernkämpfer. Egal, wie sehr ich mir das manchmal auch einreden will. Ups. Und ja, so eine reine Fernkampftruppe wäre auch mal eine ganz lustige Sache. Gibt ja genug Armbrüste, Wurfwaffen und was weiß ich. Gab es eigentlich Bögen? Ja, aber nicht so viele, glaube ich. Na, komm her. So. Wo sind wir überhaupt? Da haben wir noch zwei Türen, die wir öffnen können. Gucken wir erstmal hier lang, ob da eine Verbindung ist. Und ja, da ist eine. Und hey, wo kommt der Schleim jetzt her? Der muss hinter uns irgendwo rausgekommen sein. Da ist aber nichts. Komisch. Oh, gut. Auf meiner Liste stehen immer noch ein paar Sachen, die ich gerne erledigen würde. Aber eigentlich bin ich gerade so richtig schön drin, weiterzukommen. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt regel. Also entweder machen wir das Gröbste von diesem Bereich und gehen dann zurück, oder wir warten, bis eh was anfällt, für das wir zurückgehen müssten. Also das Westmoos-Rätsel wäre noch eine Sache, der Schalter im Ogerraum wäre eine andere Sache. So, was hatten wir hier? Wenn wir da reingehen, kamen wir, glaube ich, da drüben raus. Aber erstmal will ich gucken, was... Wo zur Hölle kamst du her? Aus dem Teleporter? Nee, das kann nicht sein. Der Teleporter... es gab noch einen dritten Teleporter. Also wenn man hier reingeht, kommt man da raus. Aber wenn man da reinspringt, kommt man nicht hier raus, sondern irgendwo anders und muss da erst in den Teleporter rein, um hier wieder rauszukommen. Irgendwie so war das. Und ich sollte jetzt nicht sterben. Wo sind meine Äxte? Das ist meine Äxte. Ding. Ding. Und jetzt geht das Licht auch noch aus und wir haben kein Mana, um Neues zu zaubern. Aber Gott sei Dank leuchtet er ja im Dunkeln. So. Wo war der blaue Kristall? Ich habe ihn mal wieder nicht eingezeichnet. Das wäre ja auch zu praktisch. Hier ist er. Machen wir doch gleich mal. Nee, nicht da. Da. B. K. So. Jetzt den Stab, den ich auch noch gegen den Orb tauschen möchte. Und allgemein ein bisschen das Inventar entrümpeln. Aber das ist nicht ganz so wichtig. Wichtig ist mir halt... Nur, dass wir nicht die Secrets vergessen. Beziehungsweise ich die Secrets vergesse, die noch fehlen. Denn es wäre recht übel, wollte ich gerade sagen. Hier kamen gleich Spinnen, oder? Krieg
glaube ich, keinen Schaden. Also ja, es wäre übel, wenn wir irgendwann in Ebene 12 sind und uns dann auffällt, hey, es fehlen ja noch 25 Secrets. Wo können die bloß gewesen sein? Also ja, wir sollten auf keinen Fall eine Etage tiefer gehen, bis wir nicht alle Secrets hier oben gelöst haben. Oh, unser erstes Veiler-Set-Item. Davon will ich auch alle haben, das gibt mir auch einen Erfolg. Und der Schalter lässt bestimmt die Viecher frei. Oder macht der noch irgendwas? Speichern wir einfach mal ab. LP0... LP026A... Und ja, hinten ist es aufgegangen. Artillerie! Ding! So sind die schon ein bisschen weich geklopft. Komm her! Oh, da kommt eine Krabbe. Die kriegt fast gar keinen Schaden. Also durch das Gift. Ah, dafür ist sie so schnell tot. Einfach mal schlafen, aber wir werden garantiert geweckt. Oh, ne, sieht gut aus. Was zur Hölle? Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Wir liegen da schön zusammengekauert in unserer Ecke, schlafen vor uns hin und der Krebs nimmt ganz genüsslich seine Riesenschere, legt sie um unseren Hals und schnipst einmal zu. Mann, 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 also hier nicht schlafen. Gut, hätten wir das auch geklärt. Mehr Artillerie. Auch wenn wir nur 20 Schaden machen, das summiert sich. So, den Schaden fressen wir jetzt, weil ich will den nicht platzieren. Gut. Blau, Forest. Da ist ja noch eine Krabbe. Weg. Ja, so kann man das natürlich auch lösen. Einfach panisch weglaufen, alle Fallen auslösen und hoffen, dass die Gegner hier noch Schaden fressen. Und er ist aus. Na gut. Hier dürften wir aber in Ruhe schlafen können. Ja, zwei Krebse und eine Spinne, die den Weg blockieren könnte, umgeben von Durchplatten, die Giftbolzen auslösen, ist auch nicht unbedingt der beste Ort. Da sollten wir gleich ein bisschen ruhiger rangehen. Und erst die eine Krabbe ausschalten und dann zu den beiden anderen Gegnern gehen, die ganz hinten beim Schalter sind. So, Gift ist weg. Und wenn wir aufwachen, ist der Blaukristall bestimmt eh aufgeladen. Aber das können wir fürs nächste Mal benutzen. So. Oder wir gucken einfach mal kurz, was da unten ist. Wahrscheinlich ein Feuerelementar. Da können wir ja mal ganz kurz diesen Torque testen. Auch wenn es dann für einen Gegner keine 25% Bonus gibt, aber das soll mir dann auch recht sein. Das ist jetzt nicht gut, oder? Ich wollte ja eigentlich testen, wie es ist, wenn man getroffen wird. Dafür sollte ich mich mal treffen lassen. 14 Schaden. Oh, das ist ja süß. Ja, also mit dem Ding sind die echt. Na komm her. Du kannst mich jetzt. Mit dem Ding sind die Elementare echt einfach. Dann waren wir jetzt nur noch an der Stamina, die schnell genug umzubringen. Aber eben gerade zwei Stück von denen einfach so im Nahkampf, ohne auszuweichen, ohne alles. Das ist schon schick. Also haben wir jetzt diesen Torque für Feuergegner. Wir haben diesen Serpent Bracer für Giftgegner. Jetzt fehlt nur noch irgendwas für Eis. Oder haben wir da auch was? Ach, behalten wir mal an, falls da irgendwas respawnt. Und ein Vieh lebt eh noch. Ja, genau, du. Denn ich glaube, die Mönche später hatten auch recht viele Eiszauber. Also Eis und Blitz und Feuer auch. Bin ich mir gar nicht mehr sicher, das ist schon eine Weile. So. Welche Schalter? Nö. 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 Du machst bestimmt die Tür da auf und die Tür für zurück. Okay.
mal raus, nur für den Fall. Eine unsichtbare Schriftrolle. Ja, nee, brauchen wir nicht. Und was hat es jetzt mit den Räumen wirklich auf sich gehabt? Ah, das hat es mit den Räumen auf sich gehabt. Ein Schamanenstab. Was machst denn du? Den können wir erstmal gar nicht benutzen und dadurch werden die Giftbolzen und Giftwolken stärker. Okay, weg damit. So. Jetzt müssen wir wieder oben hin, zu den Fallgruben. Und da sind wir immer noch nicht runtergesprungen. Oder? Ich glaube nicht. Gucken wir mal. Da sind wir. Nein, nicht in die Ecke. Oh, danke. Das war jetzt eine komische Krabbe. Aber sie hat uns trotzdem umgebracht. Ja, ich hätte mich mal erinnern sollen. Also. Schalter drücken, Artillerie auslösen. Und gleich noch schneller sterben als vorher. Nee, danke. Doch, bin ich wieder tot. Das war jetzt unfair. Die zweite Krabbe war doch letztes Mal viel weiter hinten. Ich laufe jetzt mal hier lang und guck. Nee, geh nicht durch. Mal schlafen. Oder werden wir gleich wieder gewonnen von der Krabbe? Guck ich erstmal dahin. Oh, da ist auch zu. Mist. Ja, das war jetzt kein wenig knapp. Na gut, wir kommen hier also echt nur raus, wenn wir den Schalter betätigen und die Viecher da rauslassen. Ich muss nur diesmal darauf achten, dass ich nicht den Weg blockiert bekomme. Was komischerweise die ersten beiden Male nicht passiert ist. Aber gut. Dann müssen wir die Feuerelementare auch nochmal umbringen. Ärgerlich, ärgerlich. Aber jetzt habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, ja, wir sind schon in die Fallgruben runtergesprungen. Das sollte nicht in die Giftbolzen laufen. So, die Spinnen haben den Weg blockiert, damit die Dinger nicht durchkommen. Das ist soweit gut. Die Krabben kommen jetzt gar nicht. Doch, da kommt die Krabbe. Gut. Weg. So, der blaue Kristall müsste jetzt ja noch frei sein. Gut, gehen wir gleich wieder zurück. Springen wir jetzt runter oder können wir doch anders hin? Wo geht's hier lang? Das hat aber ganz viele Schalter. Nee, das geht's nicht zu den Krabben. Die waren ja auch eine Etage tiefer. Also muss ich jetzt wieder runterspringen. Ist ja auch doof. Erstmal hier die Tür wieder zumachen, damit da nichts rauskommt. Du führst jetzt auf die andere Seite. Was haben wir hier? Ein Sack mit Kräutern. Kräuter habe ich immer gern. So, der Sack kann weg. Essen brauchen wir auch nicht wirklich. Der Huntsman-Klo kann auch weg. Und der Rest hält sich in Grenzen. Na gut. Also hier ist sonst nichts mehr. Dann springen wir doch jetzt mal hier runter. Was haben wir hier? Oh, ein Heavy Shield. Schön. Und ich glaube, ein Ogre zu hören.
Hallo, Ogre. Du bist mir doch bestimmt gleich one-hitten, oder? Das war jetzt nicht so schlimm. Vielleicht keine Stamina mehr. Aber dann können wir unsere Äxte werfen, auch wenn die wahrscheinlich nicht allzu viel Schaden bei dem verursachen werden. Und genau deswegen wollte ich meine Angriffskraft auch so hoch haben. Ich habe den Verdacht, wenn die Angriffskraft nicht hoch genug ist, kommen manche Angriffe fast gar nicht durch. Also durch deren Rüstungsklasse. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Oh, hier war doch irgendwo noch der Blitzableiter. Ting. Und nur den Hammer. Oh ja, ein Hammercamper wäre auch nochmal schick. Einfach nur, um diese Ogerhammer zu benutzen. So, wir wollen noch nicht hoch. Wir wollen erstmal gucken, was hier noch so ist. Spinnen. Ich würde ganz gerne langsam schlafen. Das müsste es auch gewesen sein, den Gegnern hier unten. Keine Ahnung, wo die Spinne hergekommen ist. Er ist hier irgendwo runtergepurzelt. Schlafen wir einfach mal hier und hoffen, dass nicht wieder eine Riesenkrabbe auftaucht. Das war echt traumatisierend. So, Stamina voll. Karte mal kurz gucken. Ah, da drüben sind die Krabben und Spinnen. Hier aber nirgendwo eine Verbindung, oder? Machen wir mal ganz kurz das Licht aus. Und gucken, ob irgendwo was durchscheint. Nö, zappenduster. Na gut, Licht wieder an. Schild wieder in die Hand. Ein kurzes Nickerchen für unsere dauerkomatösen Abenteurer. Und dann wird erstmal gespeichert. So, Save Game. LP 26. Schwupp und bis gleich.